Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 57 und wie immer auch diese Folge unterstützt vom Autozentrum Hagelauer, das jetzt auch ein Fahrradzentrum ist. BH Bikes gibt es da seit letztem Wochenende zum Kaufen. Man kann sein Fahrrad hinbringen zum Reparieren und wenn es ums Auto geht, nach wie vor der gewohnte Service. Und da sind wir sehr dankbar drüber, dass Burkhard und sein Team uns unterstützen. Und die Zuhörer hören es vielleicht auch schon, Schritte im Hintergrund. Wir sind nicht im Tonstudio, sondern bei Seifenreinhardt. Und unser Gast ist Angelika Reinhardt, die Chefin hier im Laden, die Co-Chefin. Und hier laufen noch Kunden rum, gleich ist Mittagspause. Dann wird wahrscheinlich der Laden auch wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht für die Zeit nach der Mittagspause. Herzlich willkommen, Angelika. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Originalteile heißt der Podcast ja und es gibt kaum ein originaleres Original als den Seifenreinhardt hier in der Stadt, glaube ich. Also so die Faust aufs Auge haben wir selten getroffen in unseren jetzt 57 Folgen. Was unsere Gäste am Anfang immer selbst tun, ist sich kurz vorstellen. Mhm. Also wer bist du, was machst du? Erzähl mal. Ich bin die Angelika Reinhardt, bin jetzt hier seit 2016 in der Firma. Mein Onkel, der ist der Inhaber von der Firma. Genau, und jetzt habe ich dann 2016 mit angefangen, hier einzusteigen. Genau, und bin jetzt auch Geschäftsführerin mittlerweile. Ja. Und stehst jeden Tag hier im Laden. Genau. Und bedienst Kunden, räumst Regale ein, etc. Genau, ja. Also bei uns ist alles so ein bisschen keine festen Abteilungen. Alles spielt so mit ein bisschen miteinander rein. Also Einkauf, Verkauf, Marketing, Buchhaltung, jeder macht so ein bisschen was, also keine fixen Stellen. Genau. Wie es so ist in kleinen Familienunternehmen, genau, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich würde mal ein paar Sachen zusammenfassen über euren Laden. Mhm. Vielleicht kennen gerade die zugezogenen Zuhörer euch noch nicht oder so. Wenn was falsch wäre, einfach laut dazwischen grätschen. Gegründet 1893. Ja. Also das ist der Ursprung von der Firma. Also die eigentliche Firma ist 1920 gegründet. Mhm. Genau, aber die Ursprünge, weil das ist übernommen, also ja, die Ursprünge sind in Stuttgart entstanden, das ist mit 1893. War eine Seifenmanufaktur oder sowas? Genau, und da hat dann hier in Heilbronn, genau, mein Großvater, Urgroßvater, so rum, hat hier angefangen 1920, genau. Dann stimmt aber der nächste Punkt, Familienbetrieb über mehrere Generationen. Ja, genau. Also seit 1920 auch hier in der Bismarckstraße schon immer. Ja. In diesen Gemäuern über 5000 Artikel im Sortiment. Ja, mittlerweile sind es wahrscheinlich an die 20.000 oder noch mehr. Und du weißt alles? Ja, wir haben kein Warenwirtschaftssystem, deshalb wissen wir genau die Anzahl nicht so. Aber und das wollt ihr so beibehalten, so ein bisschen charmant? Solange wir es nicht irgendwann vorgeschrieben kriegen, wollen wir daran festhalten, ja. Es gibt eine nostalgische Einkaufsatmosphäre hier, das kann man wohl sagen. Ihr seid spezialisiert auf Haushaltsgarten, Freizeitartikel? Ja, so Haushalt, Küche, Backen, ja, alles so ein bisschen Gartenbedarf, Freizeit, ja. Mit dir und deinem Onkel 16 Leute, die hier arbeiten? Ja. Jeden Tag 16? Oder wie viele sind immer gleichzeitig da, wenn der Laden in... Also so 3, 4, 5, je nach Jahreszeit. Also genau mal 6. Vor Weihnachten wahrscheinlich. Genau, ja. Okay. Ihr bietet auch Ersatzteile auf kaputte Artikel an? Ja, wenn wir es vom Hersteller kriegen, haben wir auch einige Ersatzteile da. Repariert ihr auch? Also wir haben gerade im Bereich Gartengeräte einen Mitarbeiter, der einstiehlt, da neue Stiele reinmacht. Und genau. Solche Sachen, okay. Persönliche Beratung steht im Vordergrund? Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen den Leuten immer weiterzuhelfen, da wo wir können und sie beim Einkauf zu unterstützen. Genau. Und online und auf Social Media kann man euch auch verfolgen. Ja, wahrscheinlich mehr als vor 2016, könnte ich mir vorstellen. Das stimmt, ja. Also da haben wir angefangen,
Als ich hier eingestiegen bin, erst mit Facebook, dann ist noch Instagram dazugekommen. Die Homepage ist auf Vordermann gebracht worden, genau. Und da versuchen wir auf den sozialen Medien auch die Kunden immer wieder mitzunehmen, die neuen Produkte vorzustellen und auch mal andere Sachen zu zeigen, die man vielleicht beim Durchlaufen nicht so sieht. Und hat eine lange Geschichte, das haben wir schon gehört, und ist demnach auch tief hier in Heilbronn und mit Heilbronn verwurzelt. Ja. Dann komm. Gerne reinfragen kurz. Das macht's authentisch. So, da muss eine Tür geöffnet werden und ein Beutel wird herausgeholt von einer Mitarbeiterin. Aber jetzt kommen wir zu dir. Bist du ein Heilbronner Kind? Wo bist du aufgewachsen, groß geworden, geboren? Ich bin in Flein aufgewachsen, genau. Bin aber ja, in Heilbronn-Sontheim zur Schule gegangen, ja, und war hier immer wieder, natürlich zu Geburtstagsfesten, aber auch so immer wieder. Gerade an so Geburtstagsfesten war es immer ein Highlight, wenn der Laden zu war, noch durchzulaufen, mit der ganzen Familie ein bisschen durchzustöbern. Also warst du von klein auf auch hier im Laden zu Hause sozusagen? Ja, also jetzt nicht ganz so, wie wenn man jetzt hier natürlich nebenan wohnt, aber schon immer wieder hier und ja. Und war das für dich wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz dann? Also war das was Besonderes für dich, wenn du wusstest, geht wieder in den Laden und der ist vielleicht dann auch zu und du kannst da alleine rumwuseln? Ja, so. Doch, das war für uns Kinder schon was Besonderes, hier durchzulaufen, wenn zu war und die ganzen Sachen anzuschauen, ja. Wie viele Kids waren dann hier unterwegs? Und haben? Also ich habe noch zwei Geschwister, also meistens waren wir dann zu dritt und dann die Erwachsenen noch, genau. Und gab es irgendwelche Ansagen an euch Kinder, was auf gar keinen Fall getan oder durcheinander gebracht werden darf oder sowas? Nee, daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Okay. Nee. Und wann hat für dich dann der Laden so eine Faszination vielleicht auch ausgeübt, dass du ja mit dem Gedanken gespielt hast, ich könnte hier auch mehr Zeit verbringen, sprich arbeiten oder mit einsteigen? War das schon früh in Kindheitstagen da oder kam das erst später? Nee, das eigentlich nicht. Also mein Opa, der hat immer gesagt, mein Bruder, also mein großer Bruder, der wird es mal machen. Und ich habe 2012, 13 habe ich Abi gemacht. Und dann war so bei den Geschwistern klar, so keiner will es eigentlich machen. Und dann war für mich auch, komm, dann mache ich's. Ich habe nach dem Abi noch ein freiwilliges Jahr in Gschwend bei einem Zirkus gemacht. Früher war mein Traum immer so, mit Kindern und Tieren zusammenarbeiten. Das hat dann das Jahr geholfen für den Job jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich finde, so ein freiwilliges Jahr macht einen sehr reifer. Gerade wenn man von wirklich zu Hause auszieht, weggeht, ist viel selbstständiger. Ja, also es bringt einem, finde ich, enorm viel, so ein freiwilliges Jahr. Genau, und dann habe ich danach eine Ausbildung gesucht, um dann also hier zu starten. Aber und habe dann beim Pflanzenmark eine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht. Genau. Habe dann im 2016 hier angefangen und nebenher noch ein Handelsfachwirt gemacht, da noch draufgelegt. Genau, ja, das war mein. Und hattest du sofort eine Vision auch im Kopf, wie der Laden sich verändern muss oder seinen Auftritt nach draußen oder die neuen digitalen Medien für sich nutzen muss? Oder kam das erst mit der Zeit? Ja, alles so Schritt für Schritt. Also klar war am Anfang, die Homepage muss auf jeden Fall neu gemacht werden, weil die noch sehr veraltet war. Genau, und Facebook kam dann, glaube ich, relativ schnell. Und dann an Instagram habe ich mich eine Zeit lang nicht rangetraut, weil ich mich da selber noch nicht so mit befasst hatte. Aber doch, das also nutzen wir jetzt eigentlich sehr viel. Aber ist alles so Schritt für Schritt. Und interessiert sich dein Onkel da auch dafür oder sagt, gut, dass gemacht wird, mach gut, dass du es machst, aber was da passiert oder wie das funktioniert? Ja, da kennt er sich nicht so aus. Das ist nicht seine Welt. Aber er lässt mich da machen und genau. Also wir haben jetzt, also das mache auch nicht nur komplett ich, also die Mitarbeiter sind da mit dabei und unterstützen da ganz viel. Genau. Und der älteren Generation hier im Laden war aber klar, dass man das machen muss? Oder musstest du die überzeugen, dass die das jetzt brauchen? Und da, weiß nicht, eine neue Internetseite kostet Geld. Ja. Manchmal setzt man vielleicht ein bisschen Geld in Social-Media-Werbung, weiß ich nicht. Für einen Schwaben muss das ja dann schon nachvollziehbar und sinnhaft sein, warum man dieses Geld ausgibt. Also hast du da ein bisschen kämpfen müssen? Nee, das eigentlich gar nicht. Also
Wir haben hier im Laden immer mal wieder so kleine Sachen, wo es da Unstimmigkeiten gibt, sage ich jetzt mal, wo ich sage, das müssen wir jetzt so machen oder wo es dann, nee, das haben wir immer schon so gemacht. Da gibt es immer mal wieder, aber so mit dem Online-Sach, da habe ich eigentlich, ja, bin ich gut durchgekommen mit dem, was ich, ja. Musstest du dir früher als Kind, Jugendliche, so viele alte Seifen-Reinhardt-Geschichten anhören? Ganz früher gab es ja auch noch einen Bus, der durch einen Landkreis gefahren ist, wenn ich es richtig weiß, ja. Aus dem rausverkauft wurde. Und ja, einfach eine lange Unternehmensgeschichte mit Aufs und Abs. Mhm. Aber hier in der Stadt und Region einfach eine bekannte Marke. Ja. So, ne? Also Seifen-Reinhardt kannte jeder, kennt jeder. Da kann ich mir vorstellen, dass viel von den guten alten Zeiten oder sowas früher erzählt wurde. Ja, also früher ging es eigentlich, als ich noch nicht hier war. Aber gerade wenn man jetzt hier im Laden steht, sind immer wieder Kunden, die vorbeikommen, einkaufen und erzählen von früher, vom rollenden Kaufhaus. Ich habe es ja selbst nicht miterlebt, aber es sind wirklich viele Kunden, die es von da kennen. Und es ist, sag ich jetzt mal, bis heute noch eine gute Werbung, weil gerade der überall auf dem Heilbronner Land rumgefahren ist und genau, die Leute von daher auch nur kennen teilweise, ja. Und sowas neu aufleben zu lassen, ist das ein Gedanke, mit dem du oder ihr spielt? Weil ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, oder grundsätzlich, ne, im Landkreis, in den kleineren Ortschaften bricht ja viel weg. Mhm. So der letzte Bäcker schließt, der letzte kleine Supermarkt etc. pp. Und jetzt gibt es so ein Konzept, Tante M heißt das, glaube ich. Ich kenne so einen Laden aus Unterhainried, also ohne Personal, also ein Mini-Supermarkt, der einfach die Nahversorgung gewährleistet, zumindest was die Basics so angeht. Dass ihr irgendwie auch in den kleineren Ortschaften wieder präsent seid, also sei es durch irgendwie mit dem Busle rumfahren und daraus verkaufen oder so Kooperationen anstreben mit den Tante Ems der Region, wäre ja eine mögliche Überlegung. Von manchen Kunden werden wir immer wieder darauf angesprochen, ob wir da nicht wieder was die Richtung machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier so sehr eingespannt, dass wir da gerade gar keine Kapazität für haben, noch das in Angriff zu nehmen. Aber wäre das interessant, jetzt mal unabhängig von den Kapazitäten, die aktuell da sind, irgendwie da wieder präsenter raus sein? Oder macht es Sinn, sich hier auf diesen Laden in Heilbronn zu konzentrieren, vielleicht das Online-Geschäft ein bisschen anzukurbeln? Ich denk, da kriegt man ja dann auch im Landkreis die Waren, sozusagen. Also ich denke, wir bleiben hier bei dem Laden und konzentrieren uns hier drauf. Ich denke, das andere ist zu viel Aufwand. Genau. Also wir waren vor ein paar Jahren in Stein am Kocher auf so einem kleinen Markt. Das war mal eine schöne Erfahrung so. Aber es ist halt schon ein enormer Aufwand, das alles zu packen, zu richten, rauszufahren. Mhm. Ja. Und dann hat man vielleicht was dabei, das geht dann aus und dann, ja. Okay, also Fokus hier auf den Laden. Ja, ja. Nochmal zurück, du hattest erzählt, dein Opa war eigentlich immer der Meinung, der große Bruder von dir übernimmt den Laden. Warum war das nichts für ihn? Ich weiß es nicht so genau. Also meine zwei Geschwister sind beide so ein bisschen in die IT-Branche gegangen. Kannst du die dann anhauen, wenn ihr hier irgendwie eurer IT was upgraden wollt? Ja, also die helfen auf jeden Fall bei der Homepage viel mit. Also gerade mein Bruder macht da viel. Und wenn ich Fragen habe, kann ich meine Schwester auch immer fragen und alles. Also gerade oder auch meine Eltern sind bei allen Fragen, also stehen mir da zur Seite, wenn ich da irgendwie Unterstützung brauche. Also. Und dann versuch vielleicht nochmal zu erklären, was dich dazu bewogen hat, dann mit einzusteigen. Also was ich so rausgehört habe, ist, dass du schon gerne mit Leuten wahrscheinlich zu tun hast, den Laden auch kanntest, hast dann deine Ausbildung beim Pflanzenmarkt gemacht, also auch ein Einzelhandelsgeschäft. Aber wahrscheinlich in 2016 gab es auch schon so nicht nur erste Indizien, dass der stationäre Handel schwieriger haben wird in Konkurrenz zum Onlinehandel etc. pp. Und ihr schon ein sehr traditionelles
Einzelhandelsgeschäft seid. Warum? Ja, warum? Ich wollte es nicht sterben lassen. Ich wollte, dass es auf jeden Fall weitergeht. Und habe auch schon nach meinem Abi hier ein bisschen mitgeholfen, bevor ich dann angefangen habe mit dem freiwilligen Jahr. Und mir macht es einfach gerade auch mit der Ware extrem viel Spaß, Regale einzuräumen, neu zu sortieren und auch gerade Bestellungen. Wir gucken immer, dass wir auf Messen unterwegs sind und von den Lieferanten immer kriegen wir Neuheiten und gucken, dass wir wirklich da aktuell bleiben und immer wieder Neues mit aufnehmen. Und das macht dir Spaß? Das macht mir Spaß, ja. Okay. Und welche Herausforderungen bringt der Job mit, die du vorher vielleicht so nicht auf dem Schirm hattest? Oder wovor hattest du vorher mehr Respekt und es war dann im Alltag gar nicht so kompliziert, wie du es dir vorgestellt hast? Am Anfang war ich so ein bisschen kundenscheu, sage ich jetzt mal. Habe meinem Onkel viel geholfen bei der Ware. Und immer wenn es so ans Bedienen geht, war ich immer so ein bisschen, na, kann ich das? Kenne ich mich so gut schon aus? Aber das ist mittlerweile nicht mehr, also mache ich es total gern. Was früher auch war, dass ich überhaupt nicht gern irgendwie vor einer Kamera oder hier irgendwie vor dem Mikrofon stand. Da bin ich jetzt schon auch viel lockerer geworden. Mhm. Genau, ansonsten, manchmal unterschätzt man es ein bisschen, wie viel Zeit man reinstecken muss. Und es ist auch teilweise, je nachdem, wie viel Personal plötzlich dann ausfällt, das alles zu managen, dass dann doch genügend da sind, dann springt man wieder ein oder muss gucken, wer einspringen kann. Ja, das ist... Okay. Und wenn, wenn sich hier jemand bewerben würde und gerne mitarbeiten würde, was meinst du, wie lang müsste der eingearbeitet? Du hast ja gerade erzählt, du hattest ein bisschen Respekt davor, weißt du, wo alles ist und ob ihr das Produkt tatsächlich habt, das da angefragt wird. Also wie lange bräuchte man so eine Einarbeitung hier, bis man halbwegs selbstständig da Kunden beraten kann? Und also, wir sagen immer so, dass, also wenn man jetzt wirklich Vollzeit da ist, dauert schon fast ein Jahr, bis man so alles mal durch hat. Klar, es gibt immer Bereiche, das ist heute noch so, dass ich mich in manchen Bereichen nicht so gut auskenne, wie jetzt mein Onkel oder mein Partner, die sich im handwerklichen Bereich besser dann auskennen. Aber es gibt immer jemand, der so den Bereich noch mal ein bisschen vertieft, dass sich besser auskennt. Dafür bin ich dann im anderen Bereich besser. Und da tut man sich gegenseitig dann viel unterstützen. Und sucht ihr dann überhaupt Leute oder ist das... Ja, also aktuell suchen wir sogar gerade eine Vollzeitkraft. Also das wäre auf jeden Fall schön. Wir haben zwar viele Aushilfen, aber das ist natürlich immer, wenn die einen Tag die Woche da sind, immer schwierig dann, wenn wieder neue Sachen kommen. Und ja, deshalb gerne eine Vollzeitkraft. Also wenn da sich jemand angesprochen fühlt. In dem Wissen, dass man sich ein Jahr Zeit nehmen muss von eurer Seite. Ja. Okay. Was ist dein Gefühl, was für eine Rolle spielt die Marke und der Laden so für Heilbronn, in Heilbronn oder für eure Kundschaft? Gibt es auch junge Kunden? Ja. Und kommen die, weil die Großeltern schon hier eingekauft haben? Oder kommen auch neu zugezogene Studenten her, weil sie auf Social Media den Laden entdeckt haben? Also ich sage immer, unsere Kundschaft ist bunt gemischt. Also viele denken, wir haben hier nur Stammkunden, aber eigentlich ist es gerade das Gegenteil. Eigentlich hat man am Tag über, sei jetzt mal, einen kleinen Teil an Stammkunden da, die man wirklich kennt. Und der Großteil ist ja einfach einmal im Jahr vielleicht da oder sogar noch weniger und gucken nur mal rein. Ja, und da auch dann von jung bis alt, also ganz querbeet. Also kann man nicht sagen, dass sich das auf eine Zielgruppe irgendwie festlegt, sondern wirklich jung bis alt. Und hast du das Gefühl, die Marke Seifenreinhardt spielt für die Leute so nochmal eine besondere Rolle? Also wie früher vielleicht der Hesser, kannte jetzt auch nicht jeder, aber war eine Institution nicht wegzudenken, eine Kultmarke und irgendwie so nehme ich auch Seifenreinhardt wahr, aber nehmt ihr das selber auch so wahr? Ja, also es sind viele Kunden, die hierher kommen und sagen, ja, bei euch kriegt man doch alles. Ich sage dann immer fast alles, weil ja, gerade so, sei jetzt mal Toaster oder so Elektrosachen haben wir dann doch nicht. Aber doch, die Leute kriegen halt hier viel auf einem Fleck, Seifen, Körbe, Reinigungsmittel,
Sachen für die Küche, zum Backen, für den Garten. Ja, und man sieht viel für mögliche Impulskäufe. Ja, ja, also das sind auch viele Kunden, die kommen rein, ach, jetzt bin ich gerade wegen einem Besen da und haben dann einen ganzen Korb vollgeladen mit anderen Sachen. Das sind die liebsten Kunden, ja, das oder? Sind die liebsten. Was sind denn deine Lieblingsprodukte hier, die ihr im Angebot habt? Und bei welchem Produkt oder welches verkaufst du gar nicht so gern? Sei es entweder, weil es kompliziert aus dem Regal zu holen ist oder weil du einfach das Produkt nicht magst, aber ihr habt es halt. Hast du da Tops und Flops? Ja, also Flops, also was ich gar nicht gern verkaufe, sind so Werkzeugsachen, weil ich mich da teilweise nicht gut auskenne und dann teilweise gar nicht weiß, was die Leute suchen. Was ich und da gibt es dann aber deinen Onkel. Ja, und mein Onkel oder mein Partner, der auch mit an der Firma ist, genau. Was ich gern verkaufe, sind Besen. Da haben wir viele handeingezogene Varianten, gerade von unserem Bürstenmacher aus der Pfalz, wo man halt gute Qualität hat, was man jetzt in einem Baumarkt oder so nicht findet. Mhm. Ja, aber ansonsten... Hast du dann privat eine besonders große und qualitativ hochwertige Besen- und Handfeger-Auswahl daheim? Ja, also ein Besen und ein Handfeger, das tut's im Haushalt. Für drinnen sei jetzt mal, für draußen braucht man dann schon wieder was anderes. Aber wenn man da sich auch einmal was Gescheites kauft, dann hält es normalerweise auch ein Leben lang, wenn man damit richtig umgeht. Mhm. Ja. Und habt ihr so ein Credo, was für ein Einkaufserlebnis der Kunde hier im Laden haben soll oder was ihr dem bieten wollt? Habt ihr da eine Vision, so einen Slogan? Irgendwas? Nee, das eigentlich nicht. Also auf unserem Gutschein steht es, glaube ich, auch drauf. Das hat mal der Herr Meier vom Inselhotel gesagt. Wir haben alles, was sie brauchen und was wir nicht haben, das brauchen sie auch nicht. Das ist nicht so schlecht. Ja. Was bedeutet denn für dich ein gutes Einkaufserlebnis? Ja, in Ruhe stöbern. Also ich finde es immer schwierig. Also wir sind immer gern für die Kunden da und begrüßen sie ja auch. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man durch... Das spürt nicht euren Atem im Nacken. Ja, wenn man irgendwo durchläuft und man wird ständig angesprochen, kann ich Ihnen weiterhelfen. Ich liebe es eigentlich, in Ruhe zu schauen. Klar, also wenn man jetzt... was sucht und Hilfe braucht, sind wir auf jeden Fall da. Aber dieses in Ruhe durchschauen, stöbern, sich Zeit lassen. Also ich finde es auch immer beeindruckend, wie lang manche hier den Einkauf verbringen. Habt ihr da mal vielleicht so eine interne Liste, was die längste Aufenthaltszeit eines Kunden? Nee, das nicht. Aber vom Gefühl her sind manchmal hat man Sachen schon an der Kasse deponiert und denkt, sind die jetzt eigentlich immer noch da? Also so 2-3 Stunden gibt es schon welche, die locker da sind. Dagegen andere, die sind zum ersten Mal da und sind gefühlt nach 10 Minuten wieder draußen. Hm. Ja, gibt halt solche und solche. Und... was ist das ungewöhnlichste Produkt aus deiner Sicht, was ihr hier im Angebot habt? Puh, schwierig zu sagen. So gar nicht sagen. Nichts im Kopf. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee. Hat sich deiner... Oder wie waren das? Es war schon immer ein Familienunternehmen und ich kann mir vorstellen, dass dann ich hier in der Familie auch schon immer, was das Thema Gleichberechtigung und so weiter anging, ihr da relativ weit wart, weil wahrscheinlich so ein Laden nur funktioniert, wenn alle mitarbeiten und jeder da eine verantwortungsvolle Rolle hat. Ja. Hast du trotzdem das Gefühl, die Rolle der Frau hier bei euch im Unternehmen hat sich verändert in den letzten Jahren oder... War die eben, wie ich es vermute, schon immer relativ hoch angesiedelt, weil es ohne gar nicht ging und gar niemand auf die Idee kommt? Also generell war es sehr männerlastig, so von den Leuten, was hier im Laden war. Aber im Hintergrund haben die Frauen, glaube ich, schon mitgearbeitet. Man hat es auf jeden Fall jetzt gemerkt, als ich eingestiegen bin, dass viele Kunden das Gefühl hatten, hier ist sauberer geworden, ordentlicher geworden. Da kriegen wir immer wieder viel Lob. Was mich noch interessiert hat, weil du gemeint hast,
Also dir ist wichtig, dass die Leute stöbern können, da nicht ständig einen Mitarbeiterverkäufer im Nacken haben, der einem gefühlt was andrehen will oder sowas. Aber wie ist es denn mit Ladendiebstahl bei euch? Habt ihr intern so einen, der so ein bisschen da den Ladendetektiv spielt, oder macht ihr euch da gar keinen Kopf? Wie geht ihr damit um? Wir haben natürlich nicht immer alles im Blick und es kann klar was passieren, aber ich denke, man muss ein gewisses Vertrauen den Leuten gegenüber haben. Wir haben tatsächlich schon eine Kundin habe ich beim Klauen erwischt. Klar, wenn man was sieht oder was auffällig einem vorkommt, geht man da hinterher oder sagt den anderen Bescheid, dass man da ein bisschen Blick drauf hat. Aber es war jetzt noch nie der Fall, dass plötzlich Riesenlücken in den Regalen waren und ihr da sozusagen mehr Fokus drauf legen müsst. Okay. Hat die Pandemie euer Geschäft beeinflusst? Warst du ganz froh, dass ihr nicht auf der Fleiner oder Sülmerstraße zum Beispiel seid, sondern grundsätzlich ein bisschen abgelegen, Kunden euch ganz gezielt nur aufsuchen? Laufkundschaft gibt es wahrscheinlich weniger in eurem Fall. Aber wie nimmst du euren Standort wahr und gerade in Bezug auf die Pandemie, war das gut, schlecht? Oder jetzt, wo immer mehr Leerstände auch in der Innenstadt sind, so eure Umgebung wird nicht unattraktiver oder sowas, das sind halt Wohnhäuser. In der Innenstadt poppt ein leeres Schaufenster nach dem anderen auf und dann geht man natürlich auch weniger gern dahin. Ja, also wir sind eigentlich mit unserem Standort sehr zufrieden. Wir haben 2 Parkplätze direkt vorm Haus, unten an der Straße nochmal genügend Parkplätze. Und so auch, ich sage immer, wir sind so ein bisschen versteckt, dadurch vielleicht auch so vor den Einbrüchen, sage ich mal so, in die Richtung ein bisschen geschützt. Es kommen wirklich nur die Leute, die uns kennen und die gezielt zu uns kommen. Corona hat bei uns so ein bisschen ein Hoch eigentlich eher ausgelöst. Klar, am Anfang war der erste Lockdown hat man noch offen, weil wir ja auch viele Sachen haben für den täglichen Bedarf. Hat man aber auch nur vormittags offen, weil da wenig los war. Und dann, als wieder offen war, hat man gemerkt, die Leute sind viel zu Hause, backen selber, kochen selber. Und das war für die Haushaltswarenbranche schon ein guter Schub, sage ich jetzt mal. Wir hatten da 2020 ein sehr gutes Jahr. Genau. Ja. Okay. Und ist da ein Online-Shop habt ihr auch? Nee, wir haben keinen Online-Shop, aber wir haben in der Zeit viel auch über Social Media verkauft. Also gerade da halt viel gezeigt und die Leute haben es bestellt. Also was auch heute immer noch geht, sind gerade Bestellungen, weil es die Leute auf Social Media sehen oder im Internet. Gerade zum Beispiel neben uns steht die Allrheinseife. Das ist so ein Klassiker, den wir echt viel verschicken, weil wir den auf der Homepage drauf haben und viele kriegen es so nicht mehr, geben halt im Internet Allrheinseife ein und finden uns. Da verschicken wir viel nach Bayern, aber auch so viel. Und während Corona haben wir auch Lieferdienst gehabt, haben Sachen ausgeliefert und halt auch telefonisch beraten. Genau. Ja. Aber die Leute entdecken sozusagen Produkt auf Social Media, das ihr habt, das ihr zeigt, und schreiben dann eine E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Aber wenn ihr gesehen habt, dass da so ein bisschen Fleisch dran ist, versucht ihr das auszubauen oder ist das dann auch wieder mit so viel Aufwand verbunden, dass ihr wieder sagt, Fokus hier aufs Ladengeschäft? Also weil das ist ja auch dasselbe, was ich meinte mit im Landkreis präsent sein. Ja. Wenn schon nicht selber hinfahren oder so, diese Möglichkeit anbieten. Also ich wollte schon immer so mit einem Online-Shop starten, so mit den kleinen Sachen wie Seifen, Ausstecherle, was gut verschickbar ist. Aber bisher bin ich nicht dazu gekommen, weil es mich hier sehr einfordert, der Laden. Gerade zu Corona. Gibt es da eine Chance, dass du irgendwann dazu kommst? Ja, ich hoffe es. Ihr braucht die Vollzeitkraft. Ja, dann, genau. Dann geht's. Okay.
ja, gerade zu Corona haben wir auch die Homepage nochmal mehr ausgebaut, haben wirklich, das merkt man ein bisschen, gerade im Bereich Ostern sind wir nochmal detaillierter. Da gibt es jede Ausstechform, ist da einzeln abgebildet, weil da gerade der Zeitraum war, wo es zu war. Und da haben wir da angefangen, die Produkte wirklich Stück für Stück so ein bisschen reinzustellen. Jetzt nicht mit als Online-Shop zum Anklicken, aber einfach, dass sie präsent sind. Und dann auch gemerkt, dass das irgendwie funktioniert. Ja, also wir hatten da oder haben da Nummern dran von 1 bis keine Ahnung was, sondern ja, ich hätte gern den Hasenausstecher Nummer 3. Mhm. Ja. Und wer verwaltet das dann? Du? Ja, also wir haben jetzt noch eine neue Mitarbeiterin seit Mai, die da mit der Homepage viel macht. Genau, aber sonst so, ja. Achtet ihr sehr drauf, jetzt in der heutigen Zeit auch immer relevanter, dass das nachhaltig produzierte Produkte sind? Habt ihr da schon immer einen Fokus drauf gehabt oder muss der jetzt neu geschärft werden? Du hast erzählt, ihr habt einen Besenhersteller in der Pfalz zum Beispiel. Also von dem haben wir schon ganz lang Besen. Sowas gibt es schon sehr lang im Sortiment. Was ich jetzt immer mehr drauf gucke, ist, wenn wir Produkte von verschiedenen Lieferanten kriegen, jetzt ähnliche oder gleiche Produkte, dass ich schaue, oh, gibt es vielleicht einen Hersteller, der produziert es in Deutschland? Mhm. Dann nehme ich es aus Deutschland. Gerade zum Beispiel haben wir Tortenringe aus Edelstahl von einem Hersteller, also der heißt Laris. Die machen das in Deutschland und das, da bestelle ich dann bevorzugt, wie jetzt was aus China kommt. Mhm. Klar, es gibt viele Produkte, gerade im Edelstahlbereich, da kriegt man gar nicht so viel aus Deutschland oder Europa, da kommt viel aus Fernost. Aber gerade bin ich echt bei den Tortenringen sehr froh, dass wir da den Hersteller haben, der das in Deutschland produziert. Mhm. Ja. Was ist denn das modernste Produkt, das ihr hier im Angebot habt? Oh. Technik habt ihr gar nicht, ne? Ja, wir haben so kleine Mini-Ventilatoren für die Hand, sowas mit Batterie dann schon. Was wir jetzt relativ neu noch da haben, ist eine Küchenmaschine, die Ankers rum, die funktioniert auch mit Strom. Ist aber auch ein Klassiker, den es schon seit vielen Jahren gibt, der in Schweden produziert wird. Ja, den haben wir eigentlich auch nur aufgenommen, weil es so ein bisschen zu uns passt, weil es so ein Klassiker ist und weil ich selber sehr begeistert davon bin. Mhm. Ja. Und guckt ihr da drauf oder ist das jetzt eine Idee durch die Küchenmaschine, vielleicht so ein paar Hersteller oder klassische Produkte mit ins Sortiment aufzunehmen? Also ich bin jetzt kürzlich auf, wie heißen die, Bebra oder Bera, die machen so Wagen für Metzger etc. PP kommen aus Balingen. Das war halt diese klassische Metzgerwaage, die stellen die immer noch her. Wenn du jetzt gerade von dieser Küchenmaschine erzählst, so wird ja vielleicht auch Sinn machen, so ein paar Haushaltsklassiker, zeitlose irgendwie vielleicht mit aufzunehmen. Ja, wir gucken schon immer wieder, was noch reinpasst. Wir sind auch immer wieder am Platz optimieren, wo noch. Geht das noch? Ja. Wir sind jetzt gerade im Keller, vielleicht haben es die einen oder anderen gesehen, die in letzter Zeit bei uns war, ganz schönes Chaos, weil wir da ein Regal neu, also ausgetauscht haben, die Holzbretter. Genau, aber so sind wir immer wieder dabei, neuen Platz zu schaffen, neu zu sortieren, besser zu sortieren, dass der Kunde die Sachen leichter findet. Fliegen Produkte auch mal raus aus dem Sortiment? Ja, also wenn man merkt, okay, das läuft nicht, dann darf es auch mal raus. Habt ihr da so eine Regel, wie lange ihr euch so ein Produkt anschaut? Also es gibt ja für einen eigenen Kleiderschrank alles, was länger als ein Jahr auf links gedreht hängt, kann auch weg. Also ich sage jetzt mal, wenn es wirklich so 2-3 Jahre da ist und immer noch da ist, dann kann man gucken, ob es jetzt sinnvoller wäre, das wegzulassen. Oder auf ein anderes Produkt. Oder manchmal ist es auch so, dass man jetzt mal von einem Produkt 3-4 verschiedene Varianten da hat und sieht, okay, das eine habe ich jetzt 2 Jahre lang nicht verkauft, okay, dann brauche ich das nicht mehr. Habt ihr noch was mit Seifenherstellung oder sowas? Wir waren noch nie Hersteller von Seifen. Also es sind immer nur Vertrieb. Es sind auch viele, die uns anfragen und denken, wir sind ein Seifenhersteller.
Genau, also wir haben viele Seifen im Sortiment von verschiedenen Firmen, haben da auch, seit ich da bin, noch viele Firmen mit aufgenommen. Gerade Haarseife ist neu dazugekommen, auch Seifen von kleineren Manufakturen. Ja, die klassische Kernseife haben wir immer noch. Und gibt es eine Seife mit Seifen-Reinhardt-Label? Nee, das leider nicht. Also früher hat man die... Das ist ein gutes Merch-Produkt, ja, das musst du aufnehmen. Früher hat man die Eigenmarke Schneehase, hat man ganz viele Produkte. Heute haben wir jetzt nur noch das Waschmittel davon. Früher gab es da wirklich Seife, ich glaube Leder, Fett, Bodenwachs, alles Mögliche im Thema Reinigung, ja. Und hast du auch schon, das fällt mir gerade ein, wo ich sage, über ein Seifen-Reinhardt-Merch-Sortiment nachgedacht? Also vom Jutebeutel über die Kaffeetasse zur Seife, T-Shirt, was auch immer. Ja, so jetzt die Richtung nicht. Also was wir haben, sind zum Beispiel Küchenmesser mit unserem Logo drauf oder Pfannenwender mit Logo, Backpinsel mit Logo, so Sachen. Oder wir haben jetzt auch jetzt schon eine Weile im Sortiment, aber Glastrinkhalme. Da haben wir auch welche mit Logo. Ja, so Sachen haben wir immer wieder welche mit, wo dann... Zumindest den Jutebeutel müsst ihr andenken. Also ich fände es so ein kultiges Seifen-Reinhardt-Merch würde ich mir kaufen wahrscheinlich. Also ja, das Philipp stimmt. Nickt auch schon. Also ob es das T-Shirt ist oder der Jutebeutel, der Hoodie. Ist eine gute Idee, ja. Wirklich. Dann müsst ihr irgendeine Ecke freiräumen für Seifen-Reinhardt-Merch, aber... Ich wäre Kunde. Ja, ist auf jeden Fall die Überlegung wert. Und wenn jetzt ein junger Herr oder eine junge Dame dich fragen würde, hey, du hast das ja alles schon hinter dir und gemacht. Meine Familie hat auch ein Ladengeschäft. Ich bin am Hin und Her überlegen, soll ich nicht. Welchen Rat würdest du es nochmal machen? Ich würde es nochmal machen, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, was das für ein Geschäft ist, wie die Lage aussieht. Bei uns ist es so, dass gerade die Leute wieder mehr zurückgehen zu dem Traditionellen und wieder viel selber machen, was uns ganz zugute kommt. Also gerade auch im Einkochbereich sind wir sehr stark, was Gläser angeht. Haben wir auch eine große Stückzahl vorrätig. Also meistens kein Problem, wenn jemand kommt von der Hochzeit mit 100 Gläsern auf einmal von der gleichen Sorte. Ja, es ist immer schwierig so. Also ich würde es hier auf jeden Fall nochmal machen. Habe es bisher nicht bereut und bin da voll dabei. Aber das kommt immer drauf an, was es für ein Laden ist und wie. Ja. Und gilt bei Laden auch Lage, 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 wie bei der Wohnung. Ja. Ich meine, hier ist natürlich so, die Leute kennen den Laden. Also hätte man den jetzt hier frisch aufgemacht, wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen. Aber die Leute kennen den Laden und ja. Fragst du oder fragt ihr manchmal nach bei Leuten, bei denen ihr vermutet, die sind das erste Mal im Laden, wie sie drauf gekommen sind? Weil, wenn man noch nie davon gehört hat, also man läuft wahrscheinlich nicht zufällig an der Eingangstüre vorbei. Ja. Also man kriegt so relativ viel schon von den Kunden selber mit, die dann sagen, meine Arbeitskollegen haben gesagt, du musst hier unbedingt mal vorbei. Oder oft ist so, gerade in den Ferien, ist auch so, dass viele Besuch mitbringen. Also wir haben auch viele Leute zum Beispiel aus Amerika da, die jetzt gerade auf Verwandtschaftsbesuch in Deutschland sind. Oder wirklich Schweden, ja, also viele. Und nehmen die sich dann einen hochwertigen Handfeger mit? Es sind auch schon viele Spätzlespressen gekauft worden, die nach Amerika geflogen werden, ja. Also. Was ist denn deiner Meinung nach euer Top-1-Produkt all-time, was Verkauf angeht? Ja, das wird mir immer gefragt, aber das kann man so gar nicht beantworten. Aber vom Gefühl her, verkaufst du mehr Besen oder Spätzlespressen? Oder? Also die Spätzlespresse ist schon ein Klassiker, was viel gekauft wird. Ich denke, eine Seife geht eigentlich jeden Tag über die Theke. Also das auf jeden Fall und ein Besen wahrscheinlich auch. Aber man kann jetzt nicht sagen, das eine Produkt ist jetzt der Renner. Der geht jeden Tag, keine Ahnung wie oft, aber ja. Ihr könntet so spannende Statistiken. Ja, wenn man ein Warenwirtschaftssystem hätten, ja. Aber es macht es auch sympathisch, dass ihr da, solange es nicht gefordert wird, darauf verzichtet. Und es sind immer wieder viele, die sagen, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin ohne?
Wir laufen halt durch und gucken, was noch da ist und bestellen es damit heraus. Glas geht immer wieder Sach aus und es fehlt dann. Aber wir bestellen es den Kunden, wir schreiben Bestellungen raus. Wir machen auch Sonderbestellungen. Also hier zum Beispiel noch eine Bestellung liegen, da hat eine, die braucht einen Besen in einer bestimmten Länge, um das bei ihren Pferden in der Stall zu machen und dass die sich bürsten können. Und das bestellen wir dann bei unserem Bürstmacher aus der Pfalz, genauso wie sie es haben will. Mhm. Und auch Kokosfußmatten können wir nach Größe bestellen. Genau. Und es gehört einfach zu eurer Art des Arbeitens dazu, das ohne Warenwirtschaftssystem hinzubekommen. Ja, spannend und sympathisch auf jeden Fall. Nimmst du denn Heilbronns Entwicklung irgendwie hier aus dem Laden raus irgendwie wahr? Da tut sich ja viel. Hm. Campus, KI, aber auch die Neckarmeile etc. pp. Also da ist ja ein bisschen was passiert. Also hier kriegen wir gar nicht so viel mit. Also was ich persönlich, die Neckarmeile finde ich schön so vom, wobei es mir in der Stadt meistens zu viele Menschen sind. Mhm. Also ich bin halt lieber hier in unserem kleinen, in kleiner Idylle. Ja, aber so am Neckar passiert schon viel. Auch das Buga-Gelände, ja. Ja, schon schön, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und seit der Campus gewachsen ist, jetzt KI immer größer wird und so weiter, kommen auch neue Leute in die Stadt zum hier Leben und Arbeiten. Nehmt ihr das auch wahr, hier bei euch im Laden, dass das Publikum internationaler wird oder weniger Schwäbisch spricht und da jetzt auch mal ein norddeutscher Akzent dabei ist oder so? Ja, also man kriegt schon immer wieder mit, dass jetzt spanisch sprechende Leute hier sind oder ja, Englisch. Aber es, ja, so viel jetzt eigentlich nicht. Also kriegt man es jetzt hier nicht so direkt mit, sag ich jetzt mal. Was würdest du an Heilbronn verändern, wenn du es könntest? Gibt es da was? Ja, ich finde es in der Innenstadt ein bisschen schade, diese vielen Leerstände. Da das einfach ein bisschen vielleicht grüner gestalten. Ja, aber da sind sie jetzt ja gerade, glaube ich, ein bisschen dabei, das alles so mit diesen Sommerzonen, ja. Das bist du froh, dass keine Sommerzone vor eurem Laden installiert wurde und Parkplätze weggenommen hat? Ja, vor unserem Laden direkt wäre es ja wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, weil das unser privater Parkplatz ist. Aber ich verstehe die Händler dort schon, dass sie mit den Parkplätzen zu kämpfen haben, dass die ihnen weggenommen worden sind. Aber ich finde so grüne Zonen schon auch schön in der Stadt drin. Also Seid ihr mit den Händlern aus der Innenstadt im Austausch, in Kontakt oder seid ihr so eine eigene Kategorie und eben auch vom Standort ganz woanders, dass das euch gar nicht so sehr interessiert? Das meine ich gar nicht im negativen Bereich, aber ja, es ist einfach eine andere Art Laden, ein anderer Ort etc. pp., weil sowas wie die Stadtinitiative oder sowas seid ihr, glaube ich, nicht engagiert. Nee, da sind wir nicht drin. Genau. Also ich habe gerade mit dem Teek Schwendner zum Beispiel, mit dem immer mal wieder so einen Austausch. Oder mit dem Bettsystem Bühler, mit der verstehe ich mich auch ganz gut. Ich schätze es auch nicht in der Innenstadt, aber ansonsten eigentlich weniger. Mhm. Wo ich viel Austausch habe, ist nach Waiblingen zu einem anderen Haushaltswarengeschäft, weil die ähnlich sind zu uns vom Sortiment. Also ein bisschen anders schon. Natürlich vom Laden ganz anders, aber vom Sortiment sehr ähnlich und mit dem habe ich viel Austausch. Gerade zu Corona-Zeiten war auch immer, wie machst du's? Genau, kann man sich halt schön. Und hier zu den Händlern vor Ort, würdest du da dir irgendein Format wünschen, dass man öfter zusammenkommt oder seid ihr in eurer sozusagen eigenen Sphäre und das ist in Ordnung so? Ja, für uns passt es soweit. Mhm. Ja. Was macht denn die Stadt für dich lebenswert? Wohnst du immer noch in Flein, aber das ist ja auch Stadtbusanbindung. Ich wohne direkt über dem Laden. Okay, also inzwischen Kernstadt. Genau, ich habe immer früher gesagt, ich ziehe auf jeden Fall nicht in die Stadt. Jetzt wohne ich in der Stadt. Wobei es bei uns wirklich so ist, wenn man hier hinten rausguckt, man hat direkt das Grün. Wir haben den Vorteil, dass unser Nachbar einen großen Garten hat. Mhm. Und hinten kommt der Friedhof, also hier ist relativ grün, sage ich jetzt mal. Und generell hier im Osten der Stadt fühlt sich's nicht ganz so an wie Stadt, weil doch viel grün ist, ja. Und wo verbringst du deine Zeit in der Stadt, wenn nicht hier im Laden?
ja, eigentlich zum Essen gehen geht es dann schon mal gerne ins Pier 58 zum Beispiel, sowas, ja. Und sonst eher Weinberge und Stadtwald oder? Ja, sonst eigentlich am liebsten zu meinen Eltern nach Vlaiden. Da kann ich am besten entspannen. Genau, weil wenn ich hier bin, auch bei mir in der Wohnung oben drüber, man kriegt halt viel mit, wenn man seinen freien Tag hat, hört einen LKW anfahren oder so. Oder doch mal... Arbeit ist immer für dich sozusagen. Ja, also ich kann schon abschalten, aber man hat halt immer so ein... Wenn man ein Stück weg ist, dann ist schon nochmal was anderes, wie wenn man hier vor Ort ist. Gibt's, es steht ja jetzt auch bald an Weihnachten, gibt es da irgendeine besondere Aktion? Oder? Ja, wir machen seit ein paar Jahren an Weihnachten immer lange Samstage. Das ist dieses Jahr jetzt an den vier Adventssamstagen, also eigentlich die vier Samstage vor Weihnachten, der komplette Dezember, also vor Weihnachten. Ja, da haben wir bis 16 Uhr geöffnet durchgehend, also von 8.30 Uhr an haben die Leute einfach nochmal mehr Zeit in Ruhe durchzustöbern. Gibt es ein Glühweinchen oder irgendwas dazu? Ja, vor Corona haben wir das tatsächlich viel Tee, Kaffee, Plätzchen gehabt. Dann während, also mit Corona eigentlich aufgehört damit. Jetzt mal schauen, ob wir es dieses Jahr wieder auf die Beine kriegen, da ein bisschen was auszuschenken und Plätzchen zu backen. Ja, aber viele denken auch, glaube ich, immer, dass nachmittags viel los ist, aber eigentlich ist es immer andersrum. Ich glaube, die Leute sind schon die Öffnungszeiten gewohnt, wissen eigentlich bis 13 Uhr samstags auf. Und meistens ist es so, dass es so, ja, sei jetzt mal bis 13:30, 14 Uhr vielleicht noch viel los ist und ab 14 Uhr bis 16 Uhr wird es dann schon ruhiger. Also und kleiner Tipp. Wahrscheinlich sind aber um die Uhrzeit auch noch alle Produkte vorhanden, ja, und nicht ausverkauft. Ja, also ja. Wer in Ruhe gucken will, dann ab 14 Uhr, ja, 14.30 Uhr. Ja. Okay. Ganz am Ende haben wir immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Die kämen jetzt dran. Tradition oder Innovation? Tradition. Heilbronner Zentrum oder Heilbronner Osten? Heilbronner Osten. Das Buga-Gelände, der Neckarbogen oder der Wertwiesenpark? Das Buga-Gelände. Das Lichtluftbad oder Trappensee-Biergarten? Lichtluftbad. Früh aufstehen oder spät arbeiten? Spät arbeiten. Kundenberatung oder Lagerarbeit? Lagerarbeit. Lokale Produkte oder internationale Ware? Lokale Produkte. Rabattaktionen oder Treueprogramm? Treueprogramm. Bar oder Kartenzahlung? Karte. Social Media oder Zeitungsanzeige? Social Media. Saisonale Produkte oder ganzjährige Angebote? Ganzjährig. Handarbeit oder Maschinenfertigung? Handarbeit. Wochenmarkt oder Supermarkt? Wochenmarkt. Junges Team oder erfahrene Mitarbeiter? Eine Mischung. Laufkundschaft oder Stammkunden? Stammkunden. Modernisierung oder Erhalt des Alten? Erhalt des Alten. Umsatz oder Kundenzufriedenheit? Kundenzufriedenheit. Nostalgische Einkaufsatmosphäre oder modernes Ladenkonzept? Nostalgische Einkaufsatmosphäre. Spezielle Bestellungen oder Lagerware? Lagerware ist natürlich einfacher, sage ich jetzt mal, aber wir nehmen die Sonderbestellung gerne entgegen. Haushaltswaren oder Gartenartikel? Haushaltswaren. Freizeitprodukte oder Alltagsgegenstände? Alltagsgegenstände. Persönliche Beratung oder Selbstbedienung? Persönliche Beratung. Social Media Marketing oder traditionelle Werbung? Traditionelle Werbung schon auch, ja. Und zum Schluss, lokale Lieferanten oder globale Marken? Lokale Lieferanten. Angelika, herzlichen Dank, dass du deine Mittagspause uns geopfert hast. War sehr spannend und interessant. Ich werde nochmal nachfragen in einem halben Jahr, was mit dem Merch-Sortiment ist. Ja. Da erwarte ich was. Ich glaube tatsächlich, dass ich würde so ein T-Shirt und so ein Beutel kaufen, vielleicht auch noch anderen Kram davon.
allen anderen, die hier zuhören und noch nie da waren, einfach mal vorbeikommen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Eine halbe bis drei Stunden Zeit nehmen und hier durchs Sortiment sich gucken. An Weihnachten vorbeikommen. Ja. Wahrscheinlich gibt es einen Glühwein oder ein Heißgetränk. Und ansonsten ja, euch alles Gute. Danke. Und wenn ich einen Besen brauche oder irgendwas anderes, schaue ich hier vorbei. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank auch.